Wenn man die Treppe geschafft hat und merkt, Mist, da kommt nur wieder noch eine Treppe, noch ein Stockwerk. Man wollte ja nur auf die Dachterrasse, wollte schauen, ob man das auch ohne Aufzug schafft. Es sind eben sehr viele Stufen, das braucht seine Zeit. Es ist uneigentlich nicht die Himmelsleiter, es ist nur das höchste Gebäude im Internet. Man selber baut das Gebäude, indem man die Treppen aufsteigt. Aber eigentlich ist es schon da. Es muss nur mit Leben gefüllt werden. Es ist eben der Turmbau des Aufwachens. Alle, die da drin sind, sagen, komm mit. Sogar die Wächter oder auch Schlüsselmeister sagen, komm mit. Nur das offizielle System sagt, komm zurück, geh da weg, lass dich nicht mit denen dort ein. Wenn man nur wüsste, wie viele Treppen da noch sind. Manche sagen, es wird erst fertig, wenn alle mitmachen. Andere sagen, das passiert aber von allein. Aber ich sehe nur die einen steigen und die anderen zurückbleiben. Der Abstand wird immer größer, weil manche schon so hoch hinaus sind. Doch der Abstand kümmert sie nicht. Vielleicht versteigen sie sich, versteifen sich auf immer noch Weiteres. Aber das darf man nicht sagen. Wer zweifelt, ist nur ein niedriger Torwächter. Das kann einem jederzeit ein eingeschworener Schlüsselmeister erklären. Na dann, denke ich mir, halte ich mich mal dran, ohne zu klagen. Aber es ist schon wieder nur ein Stockwerk und die da ganz unten kann man kaum noch hören. Man könnte von hier aus nur noch auf ihre Köpfe spucken, aber nicht mehr kommunizieren. Vielleicht gerade mal noch was zurufen. Ich glaube, die da unten überlegen sich, ob sie das Gebäude zumauern sollen. Ich frage den Schlüsselmeister, der da beim nächsten Absatz verschnauft. Ich glaube, die da unten wollen uns einmauern. Was sagst du dazu? Er sagt, das musst du selbst beantworten können. Wir sind jetzt alle die Schlüsselmeister. Die richtige Antwort lautet natürlich, egal, darüber können wir später nachdenken. Wenn wir erst auf der Dachterrasse sind, können wir alles sehen, dafür brauchen wir die anderen nicht gleich mitnehmen, dann haben wir endlich alles im Blick, dann sehen wir die Zusammenhänge, dann können wir alles durchschauen, das ist dann so gut wie ein Beweis, damit sind wir unschlagbar, dann hat sich auch das meiste inzwischen schon bewahrheitet. Dann müssen wir nur noch zurückgehen. Die Mauern da unten, die kriegen wir dann schon auf. Tja, das hört sich gut an. Als niedriger Torwächter müsste ich das bezweifeln, aber es hört sich gut an. Einfach so weitermachen, Geduld haben. Wer immer schreit, es brennt und es brennt gar nicht, dem glaubt bald keiner mehr und dein Verein verliert Mitglieder. Denke ich mir und schweige. Also ich ziehe mir das alles rein und kann auch ein Schild tragen. Da schreibe ich drauf, schlaf scharf, wach auf. Der Schlüsselmeister erklärt es mir so. Schreie, Leute, vorwärts ins Treppenhaus, so kriegst du gutes Echo. Oh geil, Mann, vielleicht später. Da müsste ich nochmal von vorn anfangen. Ich bin momentan nicht so richtig synchron für so einen Anklang, aber nochmal von vorn, da müsste ich auch so einige Dutzend Stockwerke nochmal latschen und auch meine Individualität verwerfen und den Gänsemarsch lernen, also den Watschelgang die Treppe entlang. Ich laufe eigentlich lieber Schlangenlinien, vielleicht bin ich besoffen, aber ich fühle mich nüchtern. Denke eher, die anderen sind im Rausch, aber ich bin nicht von Gewicht. Es kann nicht schaden, wenn einer kaum merklich konträr zur Schlagseite hinpendelt. Das fällt bei Schlagseite eben unmöglich negativ ins Gewicht. Ich denke, ja, man kann das so lassen. Der Schlüsselmeister meint, man kann noch tausende Sachen machen. Das muss ich dann in meine Bewertung später noch einpreisen. Aber ich sag mir, komm noch ein Stockwerk, weil das alles sind eben Vorgänge und Phänomene. Ich vertraue dem Plan. Ich will an den Wandel glauben.
Die Zweifler kippen noch von allein um. Ich will der Welt ihre Zeit lassen. Im Grunde ist alles wie eine gute Serie. Ich will keine Folge verpassen. Immer wird's morgen schon wieder spannend. Es ist immer viel los, immer was Neues, Aufregendes zum Besprechen und Ergründen. Man muss nur auf dem Laufenden bleiben, dann kann man zügig Höhe gewinnen. Tief fällt, wer hoch steigt, doch hoch gepokert für die volle Ernte auf dieser Karte, wenn nur der böse Zweifel nicht alles aufweicht. Beste Aussicht sieht sehr gut aus, schon von dieser ziemlich hohen Warte. Gib doch du mal Ruhe, dummes Ego, und warte. Alle können indessen den Lobbyismus ertragen und den James Bond Bösewicht jagen, Dr. No von der Phantomorganisation an die Wand malen, auch wenn es bislang nur jeder Zehnte glauben kann. Ich persönlich habe mich jetzt erdreistet, eine Serie zu streamen. Badabum muss auch mal sein, hilft nicht entfliehen, aber zwischendrin mal entkommen, von Cliffhängern benommen und von ästhetischen Kameraperspektiven. Es sind auch die weltlichen Gedanken schließlich nur Bahngleise und unendliche Zeilen und Kreisbewegungen, Kreise, die jeden Tag um die Dinge kreisen und machen, dass die Leute reden und reden und aufklären und reden und Videofließbandproduktionen anregen, Videoberge anhäufen, die morgen schon wieder von gestern sind, aber Chronik, und schlummern in elektronischen Archiven, die überquellen mit Milliarden Minuten Watchtime. Viel Watchtime, was immerhin die Algorithmen mögen und zugutehalten. Denk nicht so verrätselt, sonst verpasst du das Parkplatzschild. Die Gedanken soll man nur geradeaus schwanken lassen. Konzentration ist nicht Meditation. Meditation ist nur Wahrnehmung. Mit Konzentration kannst du zur Sache und auf den Punkt kommen. Die Sache wird noch einiges an Zeit kosten, Jahreszeiten werden verstreichen, man kann nur den Dingen, wie sie sind, etwas abgewinnen. Noch kann man spazieren gehen, vieles ist möglich, aber nichts kann man niemals verbieten. Auf den Turmbau kann man hoffen in dunklen Winterzeiten, das Problem ist nur die Verwirrung der Sprachen, man muss vielleicht etwas aufpassen. Sonst versteht man irgendwann den eigenen Bruder nicht mehr, nicht die Schwestern, nicht die Eltern, nicht die Neffen, dann kann man nur noch in Rätseln oder mit anderen Schlüsselmeistern reden. Und wenn die kalten Herbstwinde wehen, und wenn die Herbstwinde die Blätter zerstreuen und dann die Bäume wie Gerippe dastehen, dann kann man in sich gehen, dann kann man die Dinge klar sehen. Dann kann man die Zähne zusammenbeißen üben und sich auf das nächste Frühlingsspektakel freuen oder auch skeptisch sein. Das ändert auch nichts daran. Und geht das nicht schneller? Ich muss noch 20, 1,5 Stunden Videostreams anschauen. Der Winter kann kommen.